Die Titanic zu Besuch in Steyr, ein Auto im Wasser und die Costa Concordia in Schräglage. Das ist das verrückteste Bootsrennen Oberösterreichs. Auf einer rund 400 Meter langen Strecke auf der Steyr kämpfen Studenten der Fachhochschule Steyr um den ersten Platz der Bootmania 2013. Also an der Bootmania ist wirklich das Lässige, dass sie die Studenten jedes Jahr aufs Neiche wieder coole und kreative Themen ausdenken, wo sie sich einfach präsentieren können da auf der Steyr und eigentlich ja, einfach ausleben. Wo in der Fachhochschule ansonsten Rechnungswesen, Marketing und internationales Management studiert wird, waren die letzten Wochen echte Künstler am Werk. Also das ist die Sabine und ich bin die Lena und unsere Mannschaft heißt SpongeBob, weil wir sind alle Charaktere von SpongeBob. Also ich bin der Oliver Reichenzeller, wir sind von PMT 2012, sprich zweites Semester und unser Motto ist eben, wie man sieht, Prolo meets Tussi. Also ich bin der Max, ich bin der Patrick und das ist unser Boot, die Costa Concordia. Und mit der werden wir heute die Steuer unsicher machen. Das ist mein ehemaliges Auto. Es war zwar nur funktionstüchtig, aber als Student kann ich mir das Auto eh nicht mehr leisten. Jetzt haben wir sich gedacht, jetzt schneiden sie einfach einmal, verlängern sie um 1,80 Meter, dass wir auf 6 Meter kommen und jetzt hat das einen Sinn so. Auch wenn manche kreative Ideen buchstäblich ins Wasser gingen, für die Jury zählte der Gesamteindruck. Also die Boote müssen auf jeden Fall originell sein, also einen innovativen Touch dabei haben. Natürlich freuen wir uns auf eine entsprechende Performance, auch hier im Zielbereich. Und es sollte das Schiff nach Möglichkeit auch das umsetzen, was sich die Bewerber eigentlich dabei gedacht haben. Wir haben natürlich einen ganz klaren Kriterienkatalog. Aber ich glaube, das Entscheidende wird einfach die Show sein, die Umsetzung, die Originalität und die Show. Das sind diese drei Kriteriumsblöcke, die es gibt. Und auch noch Sonderpunkte für besondere Erscheinung oder Aktivität. Und wird uns, glaube ich, sehr schwer fallen. 10 Boote starten und was man schon an den Namen sieht, glaube ich, wird das ein hochinteressantes Rennen. Rund 500 Stück dieser Badewannengefährten hatten einen ganz besonderen Einsatz bei der Bootmania. Beim Entenrennen ging es um den guten Zweck. Gespendet wurde für den Hochwasserfonds, nachdem auch Steyr vom Hochwasser im Juni schwer betroffen war. Der Erlös von unserer Entenrallye, der wird zwei Familien in Steyr gesponsert aus dem Wehrgraben und einer weiteren Straße, die es relativ schwer erwischt hat. Also und wir haben sich gedacht, wir sind Steirer Studenten, wir wohnen eigentlich eine Zeit lang da und wir möchten irgendwie der Stadt was zurückgeben. Und wir können die zwei Familien jetzt eben direkt unterstützen mit dem Geld, das wir ihnen heute übergeben können, damit sie einen kleinen Lichtblick wieder haben und von vorne anfangen können. Ich glaube, das ist eine ganz nette Geschichte. Die Fachhochschule war ja selbst betroffen. Einige Räume sind ja betroffen worden, sind überschwemmt worden. Und wenn man dann etwas macht, wenn man selbst betroffen ist, etwas für andere, und wenn das junge Leute machen, Studenten machen, glaube ich, dann gehört das besonders honoriert. Und wenn man da hinter mir schaut, es sind viele Leute da. Und ich glaube, das ist einfach die Wertschätzung, die man den Organisatoren damit auch entgegenbringt. Sinnvoll und verrückt zugleich. Die Bootmania 2013.